Verleihung der Karl-Zuckmayer-Medaille. Für seine Verdienste um die deutsche Sprache hat Ministerpräsidentin Dreyer den Schauspieler Bruno Ganz mit der Karl-Zuckmayer-Medaille 2015 ausgezeichnet. Ich glaube, mit unserem Preisträger dieses Mal, mit Bruno Ganz, den wunderbaren Filmen, die er gemacht hat, also nicht nur die wunderbaren Darstellungen auf der Bühne, sondern auch in seinen Filmen, kann man wirklich sehr klar sagen, einen solchen Repräsentanten zu haben, der eben auch der deutschen Sprache ein Gesicht gibt in seinen ganzen Darstellungen. Das ist schon ein großer Glücksfall. Ganz ist einer meiner Lieblingsschauspieler und ich habe ihn ganz, sehr oft gesehen. Einer meiner Lieblingsfilme ist Ein starker Abgang mit der Monika Bleibtreu. Also ich bin ganz begeistert. Ich bin auch extra gekommen, um ihn mal aus der Nähe zu sehen. Rund 1000 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur, wie auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Mainz, Nierstein und Nackenheim, nahmen an diesem Festakt im Mainzer Staatstheater teil. Ein würdig Haupt zu finden, ist mir in diesem Jahr außerordentlich leicht gefallen. Die Karl-Zuckmayer-Medaille verleiht das Land seit 1979, jährlich am Todestag des großen Dramatikers und Schriftstellers aus Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Dreyer würdigte die Leistungen des diesjährigen Preisträgers Bruno Ganz als Ausnahmeschauspieler, der seit Jahrzehnten eine eigene künstlerische Kategorie mit enormer Ausdrucksfähigkeit und Glaubwürdigkeit darstellt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, und natürlich auch oder vor allem bei der Jury, die mir die Gelegenheit gibt, hier zu stehen. Ich finde ihn als Filmschauspieler großartig. Ich liebe ganz viele seiner Filme, aber ich finde ihn als Theaterschauspieler noch viel großartiger. Ich fand die Rede, die er gehalten hat, war eigentlich ziemlich witzig, dafür, dass er ja als sehr ernst beschrieben wurde. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es war sehr schön, was er gesagt hat, war sehr lustig. War der lustigste Redner heute Abend. Frei von jeglicher Oberflächlichkeit ist Bruno Ganz ein Maßstab für Schauspielkunst und würdiger Preisträger der Zuckmayer-Medaille 2015. Verleihung der Karl-Zuckmayer-Medaille.